Tag 3 und wieder strahlend blauer Himmel. Bin gerade erst aufgewacht, es ist Moment 8.12 Uhr. Ich mache jetzt einen Strandspaziergang, aber das gibt es in einem separaten Video. Das ist zu lang für den Video. Mega. Schön klar. Ehrlich. Schau mal, wie man Krebse findet. Ja, jetzt habe ich einen gefunden, aber nicht so wie ich ihn haben wollte. Aber ein großer. Schade. Kommen meine Zuschauer zum diesjährigen Strandspaziergang. Vom Ensus de la Mares über Capasquali bis zum Mediterraneo. Viel Spaß dabei. So, jetzt gehe ich ab ins Wasser. Ich weiß natürlich nicht, wie die Qualität ist mit diesem Case. Bild und Tonqualität, wenn ich das sage. Ich bin so richtig teste. Ich hoffe, wir werden da besser. Das sind schon Fische, ja? Dass die Tonqualität besser ist als mit der Unterwasserkamera. Also absolut nichts. Muss man natürlich ganz schön weit laufen. Bis mal runter geht. Aber wenn es mal runter geht, filme ich dann weiter. Wird schon tiefer. Diese Badeinsel stieß ja gar nicht da. Das ist mir jetzt erst 3 Tagen aufgefallen. Aber richtig schönes, klares Wasser. Jetzt in den tragischen Moment mit, wenn es kalt wird, für den Moment die Überwindung. Jetzt geht's wieder. Ganz schön frisch. Aber geil. Schau mal, ob das Ding wasserdicht ist. Es hat 8 Euro gekostet. Mal schauen, was das taugt. Ihr seid noch da und dann gehe ich mal aus, dass das Handy noch lebt. Jetzt geht's zum Frühstück, oder? Und später treffe ich mich mit der Sandra und dem Peter. Sandra ist eine alte Freundin von früher, beziehungsweise mein Bruder und ein paar andere Verwandtschaft. Ja, an euch Clique. Paar schöne Zeit, denkt man immer wieder zurück. Kleinigkeiten noch frühstücke und dann gehe ich dann langsam mal rüber zum Cammi Capasquali. So, jetzt ein bisschen Capasquali, Watergym, Wasserrutsche sind wir auch gerade gerutscht. Sandra und ich sind mit dem Schlauchboot runter. Wieder auf Campingplatz-Tour. Jetzt war ich gerade beim Enzo. Jetzt geht es zum Camping Marino. Es ist 12.41 Uhr, ganz ehrlich. Jetzt noch ein bisschen was von der schönen Gegend. Nicht nochmal geschwätzt. Das Rauschen vom Wind ist bestimmt besonders toll, wenn ihr euch das Video anschaut. Da muss ich jetzt auch mal reinschauen, der neue Lidl. Jetzt war ich gerade im Eurospin, im D-Markt, habe ein bisschen was eingekauft. Jetzt dachte ich, halte ich kurz an, ob das vielleicht mal Wassermelonenfeld ist. Aber nee, das ist nur Kürbis. Schade. Die Jagd nach den Wassermelonenfeldern. Hier muss es irgendwo bei hier geben. Vielleicht kann ich auch mal jemand fragen. Deutsch, Englisch, Hand, Hände, Füße. Muss es doch irgendwo sein. Wo sind sie? Süße Katze. Zu sagen, ich weiß nicht mehr, wo ich hinfahre. Da bloß natürlich 30 überschreiten. Nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt rauskomme.
Aber immer noch keine Wassermelone gefunden. Aber Birnen. Ja, da hinten müsste jetzt die Lagune kommen. Feigen, keine Wassermelone. Das gibt's da nicht. Die Lagune. Ciao noch. Schön. Gebell. Jetzt Fische, es sind ganz viele. Der hat bloß einen Wasservogel aufgescheucht. Sehr viel ich da einfange mit 14%. Wunderschön. So, geh mal frei. Ich bin in der Wasservögel aufgeschreckt. Mein Gott, der wollte doch bloß in Ruhe fangen. Aber die sind auch so schreckhaft. Die haben wahrscheinlich hier Angst, dass ihr gegessen werdet. Jetzt heult er. Jetzt haben ihn zum Heulen gebracht. Nee, er hat Verstärkung geholt. Schnell weg, sonst geht's wie bei Alfred Hitchcock. Das rafft auch kein Mensch. Also, was soll ich jetzt machen? Grieche. Das neue Geisterschloss im Europapark. Richtige Dimensionen angenommen. Wahnsinn, wie groß das jetzt geworden ist. Langsam wird meine Stimme trocken aus dem Trinken. Das ist die Straßenbar jetzt mal nüchtern betrachtet. Sonst ich habe hier ja schon mal ein Sitzen, wenn ich da hingehe. Vielleicht heute Abend noch nicht. Ich habe mir jetzt eine Flasche Spritz mitgenommen. Das seht ihr in meinem Short. Gerade beim Union Lido. Platzvorstellung. Ist aber eher wie ein kleiner Vlog. Und jetzt fahre ich, also ihr dürft mich nicht fragen, wo das ist. Also ich habe nichts gegen Schwule. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich hier wieder wegkomme. Ich muss die ganze Strecke wieder zurückfahren. So, Freunde, ihr seht, habe ich ja jetzt ein Pflaster am Ohr. Blutende Schwein, ich glaube, das blutet immer noch. Am Sonntag habe ich hier ein Pavillon aufgebaut. Dann ist mir ein Ohrring rausgefallen. Habe ich vergessen, wieder einzusetzen. Jetzt wollte ich ihn heute wieder einsetzen. Und ja, scheinbar zugewachsen. Und heute, was habe ich gemacht? Ich war Strandschwimmer. Habe seht ihr ja alles im Vlog. Und beim Union Lido, Bella Blue, Camping Enzo Stella Maris, habe ich mit der Sandra und ihrem Freund im Poolbar im Camping Gavasquali getroffen. Wasserrutsch getestet. Und vielleicht gehe ich nachher noch zum Mediterraneo. Da ist heute Beach Party. Außer ich werde weggejagt, dann hat sich das auch schon erledigt. Ich laufe jetzt zur Beachparty rüber vom Mediterraneo. Setz mal ein bisschen abseits hin, dann jagt mich bestimmt auch gerade weg.
Also von Weitem sieht es schon mal gut aus. Moment. Mal schauen, wie nah ich dran komme. Ja, ich komme komplett hin. Perfekt, geil. The show. Neues Bier holen, dann kam der Regen. Wie ihr hört, dann war die Beachparty zu Ende. Was soll's? Ich habe ja im Kühlschrank noch was. Eins noch, eine andere Sache. Die Plastikdeckel müssen fest dran sein, aber die Bierdosen sind mit Plastik verbunden. Was auch schon sehr nervig ist. Naja,
Also Leute, schönen Abend noch. Ende von Tag 3. Ciao. Buonanotte.